Willkommen zu einem neuen Part Mario Kart 8 Online. Ja. Ich habe mir eine Gruppe rausgesucht, die Folgendes tut. Und zwar im 200er Hubraum fahren. Oh ja, das ist auch der Grund, warum ich hier mit Larry fahre. Weil er setzt nicht so hart auf Tempo mit diesem, mit dieser Combo. Und dann würde ich auch ein bisschen besser mit ihm klarkommen. Au. Boah. Ja, 200er Hubraum. Hier geht's richtig ab. Alter. Das ist ziemlich krass. Habe ich gestern schon merken müssen bei meinem Video. Ich habe zwei Videos gemacht. Einmal zum 200er Hubraum, einmal zum neuen DLC. Ernsthaft. Ja. Und da wir nur 8 Leute sind, oder so, wird der Rest noch von Computern hier gespielt. Oh mein Gott, es ist einfach verdammt schwer, dieser Hubraum. Ich glaube, ich werde im nächsten Part dann vielleicht wieder im 150er fahren oder während des Parts mal wechseln, ein bisschen rausschneiden. Mal gucken. Oh mein Gott. Okay, nice. Hier fahre ich, habe jetzt auch keinen Schein in der 200er Klasse mit irgendwie Bowser oder Knochen-Bowser oder so gesehen. Also mit keinem schweren Kara. Und ich bin ernsthaft Letzter. Oh mein Gott, ey. Danke. Verdammt, nochmal weg mit den verdammten Koopas da. Mit den Robo-Koopas. Oh, ein Wolljoschi war da oben. Wie nice. Alter, warum fahre ich denn bei dieser Scheinstelle hier runter? Boah, das macht mich gerade so wütend. Ja, also 200er Klasse wurde gestern released. Feiert ihr das? Ich schon. Obwohl ich jetzt gerade sehr schlecht gefahren bin. Und, ah, plus 0. Okay. Ja. Also, ich feiere es. Ich werde vielleicht nochmal wechseln zum 150er. Das kann man immer wieder machen. Man kann immer wieder die Obräume wechseln. Oh, Animal Crossing Dorf. Davon habe ich noch nicht den Winzer gesehen. Noch nie. Und alle nehmen's. Ich habe noch nie was anderes genommen als Zufall. Das wird auch so bleiben. Und ja. Ich habe für diese Folge sehr wenige Informationen für euch. Irgendwie gar nichts geht ab. Alles haben wir in der letzten Folge besprochen. Keine neuen Projektankündigungen. Ich habe gesagt, das war es erstmal. Und das ist es auch. Ach ja. Eins kann ich sagen. Der nächste SM64-Part kann auf sich warten lassen. Denn ich habe den letzten Part aufgenommen. Aber der ist nicht mehr auf meinem PC. Ich finde ihn einfach nicht mehr. Und hier ist bei Skype Stalpi angeschrieben und gefragt, ob er mir seine ROM schicken kann. Sollte er das nicht tun können oder so, dann ist SM64 hiermit vorbei. Im letzten Part haben wir einfach nur den Boss gemacht und gut war. Gut ist, er gesagt. Und, oh, wir haben den Herbst. Bin ich nur einmal gefahren und ich habe es gefeiert. Ich mag den Herbst auf dieser Strecke. Vor allem die ganzen Styles. Ich habe jetzt alles gemacht außer Winter. Und ich finde den Herbst irgendwie richtig gut. Also Sommer war auch gut. Ich finde den Frühling nur etwas. Naja, der ist fast wieder Sommer. Aber der Sommer war irgendwie, keine Ahnung, besser. Frag mich nicht warum. Hier ist auch die Musik anders. Gefällt mir auf jeden Fall. Wow. Jetzt gibt's wieder so ein DLC-Fieber. Das wird dann sich die nächsten Monate wohl beruhigen und ich fahre in meine eigene Bombe. Wie dumm muss man denn sein, ey? Ist das die 200er Hupe um? Ich glaube schon, oder? Ja, müsste. Mann, ey, Alter, ich wechsle gleich zum 150er. Fühlt sich gerade irgendwie nicht an wie der 200er. So. Weg.
und das Item noch gekriegt. Oh mein Gott, wie nice. Oh, ich wollte... Wäre noch beinahe Vierter geworden, aber das war voll okay. Ich mag die Strecke wirklich. Ich mag sie, vor allem diese Animal Crossing Musik dann noch am Ende. Die gefällt mir auch echt gut. So, plus 10. Nice. Ja, für diese Folgen keine Informationen. Aber ich kann euch eins sagen. Die nächste MK8 Folge wird anders. So, Leute, da sind wir auch mal wieder. Falls ihr euch fragt, was ich am Anfang gemacht habe. Ich bin auf 200 CCM gegangen. Und auf eigene Regeln. Und habe dann halt das Rennen gestartet. Jetzt habe ich... Jetzt bin ich auf Global gegangen. Mal gucken, wie es bei Global aussieht. Ich habe nochmal einen Kara gewechselt. Wir sind jetzt Knochen, Bowser. Mal gucken, ob es hier dann... Nee. Also wenn ihr auf Global spielt, dann spielt ihr den 150er CCM. Ist das jetzt auch geklärt? Okay. Und wir spielen das Animal Crossing Dorf schon wieder, aber diesmal im Sommer-Style. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall. Ich will einfach endlich mal den Winter sehen. Meine Güte, ich bin noch nie im Winter gefahren. Kann das denn sein oder nicht? So. Boah, erster, nice. Aber mit ihm komme ich auch halt gut zurecht, aber nicht im 200er. Da spiele ich lieber mit Larry oder so, man hat es ja eben gesehen. Aber das kommt jetzt echt richtig langsam rüber, wirklich. Wenn man sich ein bisschen mal die 200er-Klasse gewöhnt hat, dann ist das hier für einen echt 100 oder 50 CCM. Ich will jetzt nicht wissen, mal, wenn man den 200er ganze Zeit spielt, wie langsam dann der 50 für einen sein muss, ey. Der 50er Hubraum, ach du Kacke. Das muss bestimmt richtig, richtig lame sein dann. Oh mein Gott. Trotzdem, also dass Nintendo den 200er eingeführt hat, finde ich richtig nice. Ah, Mann, ey. Ja, ist klar. Hier passiert jetzt nur noch der letzte Dreck, habe ich das Gefühl. Ja. Ja. Meine Güte, ey. Und seitdem ich hier... Seitdem der DLC draußen ist, habe ich im Online-Modus nie mehr die normalen Strecken gespielt. Einmal eine noch aus dem ersten DLC, aber ich habe noch nie wieder die normalen seitdem gespielt, seitdem der zweite draußen ist. Wirklich. Die Leute sind richtig im DLC-Fieber und sie verhindern... Ich hab's auf Video, ohne Witz, was ist denn hier los? Oh, Alter, mal ohne Kack. Komm, ich bleib jetzt einfach stehen. Keine Lust mehr. Ein Betrug nach dem anderen. Minus 14 Punkte. Ist klar, Alter. Ist klar, ist klar, ist klar, ist klar. Also ich sag euch, ihr könnt euch auf die nächste MK8-Folge gefasst machen. Da passiert was Lustiges. Das sage ich euch. Also da gibt's schon eine Änderung. Wartet einfach ab. Ich kündige hiermit an, dass der nächste MK8-Part anders wird. Auf jeden Fall. Der wird... anders. Aber ich habe keine Themen für euch, deshalb würde ich einfach nur sagen, lasst uns chillen und wir fahren einfach mal MK8. Ne Knochenbowser. Und bitte streng dich jetzt an. Bitte. So. Oh mein Gott. Okay, diese Strecke, aber 150er. Also Leute, ihr könnt schon einstellen, dass ihr dann 200 im 200er CCM fahren wollt. Allerdings werden dann nicht so viele Leute dabei sein. Aber ihr kriegt dann auch die Online-Punkte.
Nur wenn die halt global fährt, sind da viel mehr Leute und aber es wird dann halt der 150er sein. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Okay. Das hier klappt schon viel besser jetzt. Alter, aber was war denn gerade los? Ich kann es mir nicht erklären. Wirklich. Warum werfe ich die eigentlich ab? Das war mein Schutz. Naja. Die beiden Knochen-Bowsers sind vorne. Ach, schade. Und jetzt kommt wirklich der beste Teil der Strecke. Und zwar der hier. Der sieht einfach so gut aus und es geht schon wieder los. Verdammt nochmal, was ist denn hier los, ey? Oh. Ja, alle klauen meine Items. Ich werde immer wieder getroffen von irgendwas. Ja, Alter, es ist doch... Das kann doch kein Zufall mehr sein, mal ohne Witz. 5 oder 6 Treffer hintereinander, die Banane genau noch auf mich drauf. Hau ab, Knochenbau. Warum driftest du in die falsche Richtung, du scheiß Knochen, Alter? Oh. Lass mal gegen die Wand fahren, ist doch voll lustig. Ja, schon wieder letzter, schon wieder. Aber ich kann auch nichts dafür. Oh, Alter. Wenigstens werde ich wieder direkt groß. Egal wie viele Sterne ich jetzt noch kriege, das rettet mich nicht mehr. Das war die schlechteste Leistung meines Lebens. Guck mal, die fährt gegen die Wand. Die fährt einfach so gegen die Wand. Schon wieder. Ich habe in diesem Part in 2 Rennen 28 Punkte verloren. Alter, meine Fresse. Das hat mich jetzt 28 fucking Punkte gekostet. Oh, ich bleib lieber nächstes Mal bei Link. Wirklich. Ich fahre nächstes Mal wieder mit Link. Oh, meine Güte. Nächster Part kommt wieder mit Link. Oder mit irgendjemandem. Aber nicht mit dir, Knochenbowser. Dich sperre ich ein, ey. Boah, eine normale Strecke. Nach so langer Zeit. Alter. Okay. Diesmal möchte ich aber plus 20 haben. Okay. So. Geh weg, Alter. Wow. Oh mein Gott. Okay, ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen, weil ich habe gerade eben 28 Punkte verloren. Das ist echt nicht wahr, ey. Oh. Geh weg, Alter. Okay. Okay, seine Banane ist weg. Seine Banane ist weg. Er kann mir nichts mehr tun. Okay. Ja. Oh. Nein. Es geht wieder los. Oh.
Ja! Okay. Ja, er hat drei rote, er hat drei rote. Ja. Es kann was werden. Du hast keine mehr. Okay, hält's. Er ist runtergefallen. Yes! Yes, 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 yes. Warum den Zweiter? Wo kommt der denn jetzt her? Ach, es ist doch Betrug. Was? Oh mein Gott. Ich dachte schon, ich wäre irgendwie... Oh. Ich dachte schon, ich wäre wieder Dritter. Was heißt wieder? Plus 14. Das heißt, ich habe jetzt noch 14 Punkte aufzuholen für diesen verdammten Part, der einfach nur eine Katastrophe ist. Alter, wie kann man denn so viel hintereinander verkacken? Wenigstens habe ich jetzt gelernt, dass der globale Modus... Partystraße. Die mag ich. Aber ich habe sie jetzt nicht ausgewählt. Die wählen echt nur DLC-Stricken aus. Ich meine, im ersten DLC sind sie nichts Besonderes. Wir fahren die Partystraße, wie am Anfang des Parts. Ich würde sagen, damit endet jetzt auch dieser Part mit diesem... Obwohl, wir machen noch ein Rennen. Ich habe was aufzuholen. Ich habe was... Auf jeden Fall habe ich was aufzuholen, ey. Und dann werden wir wohl weiter im 150er spielen. Weil, nun ja, im globalen Modus sind mehr Leute da. Okay, eine relativ kleine Gruppe. Eine chillige Gruppe, hoffentlich. Hoffentlich sind jetzt die Asozialen raus. Oh. Iggy hat sich gebuggt auf der Karte. Ah, okay. Oh, die... Ah, einige Asozialen sind anscheinend noch drin, ey. Nice. Nie wieder die Abkürzung. Never. Never, Alter. Er ist runtergefallen, oder? Ja, ist er. Nice. Ich dachte schon, das wäre ein Verbindungsfehler oder so. Okay. Nice. Das war gut abgekürzt. Das war gut. Das war gut, Mann. Okay. Die Musik gefällt mir auch. Dieses ganze Kinderzimmer hier. Das sieht echt, echt gut aus, ey. Okay. Oh mein Gott. Ah. So langsam macht mich das Spiel ein bisschen sauer. Und ehrlich gesagt, diese Leute in dieser Gruppe. Oh, ich kann wieder abkürzen. Ich muss es einfach nur klug machen. Ja, yeah, das war gut, das war gut, das war gut. Okay, ich bin jetzt Erster und hoffentlich bleibt das jetzt so. Das wäre natürlich nice, wenn das so bleiben würde. Okay. Nein, ey, oh, das gibt es doch nicht. Jetzt überholen mich wieder alle und ich werde wieder abgeknallt. Yes! Ja, es hat mich nicht erwischt. Ich dachte schon, ich werde in der Luft erwischt oder so. Aber es hat mich nicht erwischt. Und was war das denn, Mann? Egal. Naja, nicht egal. Komm, treff. Ich habe getroffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie nice. Weh, du legst noch die Banane ab, du verdammter Bewohner. Okay, Zweiter. Ist okay, plus 14 und ich bin zufrieden. Oder mehr. Mehr, bitte. Plus 11. Trotzdem muss ich noch was aufholen, oder? Okay, letztes Rennen. Allerletztes Rennen. Allerletztes Rennen. Und draußen ist es der Müllwagen am Werk. Also, wie laut ist denn das? Was machen die denn da, Alter? Ich kann jetzt auch nicht einfach weggehen. Okay, in der Küche ist das Fenster offen, aber... What the fuck, Alter? Oh mein Gott. Oh mein Gott, alle haben Big Blue genommen, außer ich. Lol. Ich glaube, die alle in der Gruppe hassen mich. Kann das sein?
Oh mein Gott. Big Blue. Oh, guck mal, da rechts ist so eine Anzeige, wo wir drauf sind. Ja, lol. Aber das ist auch wieder weg. Auch eine F-Zero-Strecke. Ich finde, Mute City, keine Ahnung. Beide sind gut. Ich fände jetzt irgendwie keins besser oder so. Was mache ich denn da? Oh, ja. Ich habe einfach mein Panzer da abgeworfen. Fragt mich nicht, warum. Okay, hier immer auf den grünen Streifen natürlich fahren. Diese Palmen sind auch echt geil gemacht, ey. Und hier drauf, dann haben wir schon mal 10 Münzen, das heißt die maximale Geschwindigkeit. Und hier auf dem Wasser geht's ab. Wie im 200er Hubraum, könnte man schon denken. Das ist Wasser. Ja, es ist noch schneller. Der 200er Hubraum ist noch schneller. Okay. Der rote Panzer trifft zum Glück nur die verdammte Banane. Und eine F-Zero-Ansage oder was, das jetzt die letzte Runde ist, oder... Oh mein Gott. Ja, okay, ich bin Erster, nice. Bitte, bitte, biete, 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 biete. Fahr hier runter, hab keinen Bock. Okay. Okay, Erster wäre nice. Dann habe ich wenigstens alle verlorenen Punkte wieder aufgeholt. Ja, Mann. Oh, Leute. Okay, der Part war am Anfang eine ziemliche Katastrophe. Am Ende hingegen doch war es ziemlich nice. Und, ja, plus 17. Okay, wir haben diese 28 verlorenen Punkte wieder rückgängig gemacht. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Und tschüss.